Jo, servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal, euer Dance Moto wieder am Start. Und heute machen wir einen kleinen Rideout. Und zwar mit den Jungs hier. Die habe ich jetzt zufällig hier getroffen. Stehen wir jetzt alle hier. Das wird lustig. Bis gleich, Leute. Heute mal ohne Kappe, ist erstmal, wo ihr meine Haare seht. Also langsam wird es ernst hier, ne? Auf jeden Fall, wie ihr hier sehen könnt im Hintergrund, sind einige Harleys. Abgesehen von meiner Schönheit hier, die Street Glide. Gibt es hier viele, viele Harleys unterwegs. Wir werden jetzt einen kleinen Roadtrip machen. Ne? Kraichgau durchfahren, so ungefähr 200 Kilometer. Die habe ich jetzt zufällig hier auf dem Parkplatz getroffen. Und ja, wie der Zufall halt so will, haben wir uns gleich auf Anhieb verstanden. Und wir werden jetzt auf jeden Fall gleich losfahren. Zwei, drei Kollegen von denen kommen noch. Das ist, auf die wir warten müssen jetzt. Und dann geht es auch gleich los, denke ich mal. Ja, Leute. Ich zeige euch jetzt nochmal die Mopeds in Nahaufnahme, damit ihr auch wisst, was hier alles mitfährt. Ne? Leute, jetzt bin ich wieder da, mit der ganzen Crew unterwegs, natürlich mit Sicherheitsabstand, ne? Der gute alte Sven neben mir mit seiner geilen Sporty und jetzt fahren wir eine geile Tour auf jeden Fall. Ey, das ist immer wieder herrlich, Alter, mit so vielen Motorrädern zu fahren, ich habe das so vermisst. Natürlich will ich euch mitnehmen. Was es die Leute jetzt hier schon auf dem Kanal vielleicht gemerkt haben, ich war schon mal mit der Gruppe hier unterwegs. Letztes Jahr haben wir uns auch zufällig getroffen. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Gruppe noch quasi existiert, sage ich mal. Damit man sich zufällig auf dem Parkplatz treffen kann, um ein bisschen ein Ride-Out zu erleben mit den ganzen Harleys hier. Guck mal, sowas ist halt natürlich toll. Ne? Sowas erlebe ich halt nur auf meinem Abo-Treffen zum Beispiel. Und da bin ich meistens halt immer ganz, ganz, ganz da vorne und sehe halt diese wunderschöne Aussicht nicht. Ne? Das ist quasi die Aussicht, die ihr immer habt. Bei meinem Abo-Treffen zum Beispiel, jetzt darf ich mal der Genießer sein hier, ne? Ohne Stress und einfach filmen und den Rideout genießen. Hier sind natürlich wieder wunderschöne Harleys dabei, eine schöner als die andere. Ne? Also hier diese Diversität, die Vielfalt, jeder hat einen anderen Geschmack und holt das Beste aus seinem Motorrad raus. Das ist das, was wir halt als Harley-Fahrer ja natürlich auch erleben wollen. Ne? Und ich hoffe, euch gefällt es auch, dass ich mal mit anderen Leuten unterwegs bin und nicht immer nur solo fahre. Ne? Wenn es euch gefällt, dann lasst doch mich das auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Schreibt das mal runter und sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid, ob ihr auf sowas steht. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier ist schon einiges gecustomized, ne, an den Bikes. Wie man hier sehen kann, hier können wir schön die schöne Sports da sehen. Mit der schönen Jackie-Flasche unten rechts. Natürlich sind die Blocker am Start. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Alter, die Sports da hört sich schon heftig an, Alter. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber so eine Sports da mit offener Klappe hört sich einfach sexy an. Es ist einfach der Sportster-Motor. So rotzig einfach, so richtig rotzig. Habe ich vermisst. Oh, hört die sich gut an. Wir sind jetzt hier auf einem Zwischenstopp mit den ganzen Mopeds im Hintergrund, könnt ihr sehen. Gediegene Runde, alles sind noch da, wir haben keinen verloren. Also der Lumpensammler, der ist nicht zum Einsatz gekommen. Von daher, ich kann euch mal das Moped zeigen, was ich vorhin gemeint habe. Mit dem Goldtank. Wie schön das aussieht. Guckt es euch mal an.
Es ist einfach herrlich. Also es sieht schon nice aus. Ne? Also hier sind so viele Motorräder. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und egal von Sportster bis Touring, ist alles vertreten. Und das macht halt auch die ganze Kultur aus, würde ich mal sagen. Ne? Und jetzt mache ich noch mal einen kleinen Rundgang und halt meine Schnauze, damit ihr auch mal was von den Motorrädern sehen könnt. Ja, jedes Mal, wenn man hier mit so einer Gruppe fährt, dann bekommt man natürlich immer wieder neue Eindrücke, was man so umbauen will an seinem Motorrad, ne? Und neue Inspirationen, was andere gemacht haben, so Paintjobs oder sowas. Also das ist schon sehr inspirierend, also wenn man mit anderen Leuten dann abhängt und dann sieht, was die an ihren Motorrädern gemacht haben, worüber man eigentlich gar nicht nachdenkt, ne? Und dann denkt man sich so, ach fuck, warum bin ich jetzt wieder hierher gekommen? Das ist wieder nur ein Grund, mehr Geld auszugeben. Also das ist krass, wie viele Motorräder wir gerade überholt haben. Und wir sind gerade in der Mitte. Wie lustig. Müssen wir aufpassen, Fahrradfahrer sind immer unterwegs, ne? Das heißt, hier hinten dran immer warnen. Ah, das ist natürlich immer geil. Mit den Kollegen hier. Wenn man sich öfters trifft oder so, man ist ja direkt auf einer Wellenlänge. Ja, ergeben sich halt Freundschaften, ne? Und vielleicht sogar Freundschaften fürs Leben, ne? Also ist halt schon eine feine Sache, wenn man dasselbe Hobby teilt und dann halt auch die Freizeit miteinander verbringt. Das ist halt das Krasse, das sind eigentlich Leute, die man nie sehen würde, ne? Weil man überhaupt keine Berührungspunkte im Leben hat. Und dann trifft man sich ja zusammen im Endeffekt, um das eigene Hobby zu zelebrieren. Und das ist ja das Schöne daran. So, also wir wollten gerade hier losfahren, haben eine kleine Pinkelpause gemacht und die Gruppe ist schon angefahren und beim einen Kollegen hinten dran ist das Moped nicht mehr angesprungen. Das war halt ein Problem. Der andere Rest von der Gruppe ist jetzt ja eine Straßenecke weiter, wartet jetzt noch auf uns. Wir haben jetzt den ADAC kontaktiert, der wird den Kollegen jetzt, denke ich mal, gleich abholen und dann geht es für uns auch weiter. Bis dahin warten wir. Ja, also es kann halt passieren, ne? Wenn man mit Harleys unterwegs ist, dass das eine oder andere mal die Karre halt nicht anspringt, aber was soll man machen? Dafür ist man halt in der Gruppe unterwegs und dann ist alles schon okay. Von daher, Leute, immer aufpassen, habt euer Werkzeug dabei, nicht so wie wir, und kennt die Nummer vom ADAC. Also Leute, Breaking News, die Karre geht wieder, warum auch immer. Also da wurde ein bisschen irgendwo in der Batterie rumgespielt, auf einmal ging das wieder. Von daher, die Tour geht weiter. Was mich am meisten interessiert jetzt, auf euch bezogen, Leute, die ihr gerade zuguckt, fahrt ihr lieber alleine oder fahrt ihr lieber in der Gruppe? Das ist so eine Frage, die mich brennend interessiert, weil da scheinen sich halt immer die Geister, ne? Aber gerade in der Harley-Welt kann ich mir gut vorstellen, dass die meisten doch solche Ride-Outs und Gruppenfahrten am meisten feiern, ne? Vor allem, wenn da so viele geile Harleys sind, wie hier. Jetzt haben wir uns wieder nach hinten gearbeitet. Und hier werden wieder schöne Blockarbeiten gemacht. Ah, das ist natürlich herrlich, ne? Hier.
Ah, das ist immer wieder schön, ne? Ach, richtig nice. Gut, gut. Ja. Well done, well done. Macht einfach Bock, der Vibe, der K- Ja, Mann, also sowas muss ich echt öfters machen. Einfach mal ein Ride-Out mit einem Kollegen hier. Und hier die einzige Tourer neben mir, eine Road King Classic. Aber ein geileres Wetter hätte man sich, glaube ich, halt aussuchen können für so ein Ride-Out, ne? Also ist halt schon schmackhaft, muss man sagen. Ist halt schon schmackhaft, die Nummer hier. Ja, das Krasse an Ride-Outs, muss ich ehrlich sagen, kenne ich ehrlich gesagt nur... Uiuiui, da bollert's. Da bollert der Sven. Ja, Mann. Das Geile an Ride-Outs ist halt, dass... sowas mir eigentlich nur in der Exzessive hier nur unter Hardy-Fahrern bekannt ist, ne? Ich glaube, ich kenne keine andere Motorrad-Community, die so krass, ja, so markengebunden ist wie Harley-Davidson, ne? Dass man Rideouts macht, alle Hardy-Fahrer da sind. Natürlich gibt es hier und da mal ein paar Gruppen, die sich treffen, aber im Großen und Ganzen sieht man so eine Verbundenheit eher nur unter Harley-Fahrern. Ne? Hier geht es ja nur um eine Marke. Und da geht es nicht darum, ob du eine Sportster fährst oder so. Oder eine Tourer oder eine Softail oder eine Dyna. Ja? Oder was weiß ich noch, was es noch gibt. Ja? Adventure Tourer. Eine Pan America fährt hier noch keiner. Ja? Aber das wäre auch egal. Weil Harley ist Harley, ne? So. Jetzt warten wir hier an der Bushaltestelle, bis uns der Bus abholt. Richtig geil. Leute, ich weiß nicht, wie lange die GoPro hält, deswegen schmeiße ich die jetzt schon mal an. Wir fahren jetzt wieder los und schließe mich jetzt mal hier ran in die Gruppe. Das ist jetzt die letzte Etappe vom Ride-Out. Genau, jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken und danach löst sich die Gruppe auch auf. War eine chillige Tour, auf jeden Fall. Also Leute, ich mache jetzt mal hier das Outro, bevor der Akku leer ist und ich mich nicht mehr verabschieden kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.